draußen, ich bin's wieder und schön, dass ihr eingeschaltet habt bei mir. Hallöchen ihr da draußen. Genau, meine Schwester ist mal wieder mit am Start, weil wir Lust auf eine Challenge hatten, beziehungsweise meine Schwester mich fast dazu genötigt hat, mal wieder ein Video mit ihr zu drehen. Und deswegen haben wir aus diesem Anlass uns vor die Kamera gesetzt. War das Deutsch? Ich glaube schon. Und ganz spontan. Ja, mehr oder weniger spontan, genau. Und drehen für euch heute, wie heißt die Challenge überhaupt? Wir erfinden jetzt einfach mal einen Namen. Wörter-Errate-Challenge oder wie nennt man das? Naja, wir googeln später den Namen und setzen es dann einfach hier als Titel ein. Wer bin ich? Nee. Egal, ihr seht dann, wenn der Titel des Videos hier irgendwo unten drunter steht, wie die Challenge heißt. Und zwar habe ich mir hierfür eine App runtergeladen, die nennt sich Stirnraten. Und ich kann euch die App ja mal unten in die Infobox setzen, weil ich habe auch ein bisschen suchen müssen. Das ist eine Stirnrate-App, Challenge. Und da kann man eben auf Zufallsgenerator schalten und da habe ich jetzt halt drei Kategorien eingeschalten. Objekte, Tiere und Disney. Und wir haben jeweils eine Minute Zeit dafür, die Begriffe dem anderen zu erklären. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen dann direkt mal an. Und wie viele Runden machen wir? Ja, wir schauen halt mal, wie viele Runden wir machen. Jeder zwei oder drei Runden. Und je nachdem, wer dann die meisten Begriffe erraten hat, der hat dann gewonnen. Genau. Okay, meine Schwester beginnt jetzt mit der ersten Runde. Und los geht's. Schau mich am besten an. Wenn es richtig ist, nach vorne, wenn es falsch nach hinten. Es gibt einen Barbie-Film und es ist so ein fliegendes Pferd. Wie heißt es? Barbie und der Geheimnisvolle? Scheiße! Pegasus! Ja. Es gibt Mickey Mouse und da gab es nur so einen Hund, den großen. Goofy? Ja. Es gibt so einen Film und das sind zwei Hunde und die essen zum Beispiel mal Spaghetti. Zusammen. Achso, so ist hier ein Streich. Ja. Noch weiter? Richtig nicken. Ja. Kein Löwe, sondern ein gestreift. Tiger? Ja. Warte. Es gibt einen Barbie-Film und da dreht sich um einen Vogel. Im Wasser. Was ist das für ein Tier? Mit einem langen Hals? Ein Vogel? Weiß? Ein Vogel. Ja, eine Art Vogel. Das ist eine Ente. Eine weiße Ente, eine Gruppe. Ein Schwan. Ja. Nochmal fester. Ja. Scheiße, Zeit ist um. Okay. Du hast jetzt halt fünf richtig erratene Begriffe und einen, den wir eben am Ende nicht mehr wussten. Was war das jetzt? Motorroller. So, jetzt halte ich mir das Handy an die Stirn und meine Schwester muss mir erklären. Oh Gott. Das weiß ich nicht. Das ist, und zwar wir haben vorher immer, also ich habe vorher so einen Film geschaut, das ist so ein Ding gewesen, die ist, wenn man so von so einem Pusteblumending irgendwie zum Leben erwacht. Tinkerbell? Ja. Das ist, kann ich nicht erklären. Und zwar, es gibt so eine Art Rehe. Hirsch. Und es hat ein Ding auf dem Kopf. Rehkitz. Ein Ding auf dem Kopf. Geweih. Und das Wort, das du davor gesagt hast, darf... Rehgeweih. Hirschgeweih. Ja. Da tut man immer diese Zigaretten-Ding rein. Aschenbecher. Ja. Das ist eine Nanny gewesen, die zaubern kann. Mary Poppins? Das weiß ich nicht. Das ist ein Tier. Ich weiß nicht, wie ich erklären soll. Fertig. Okay. Ich habe vier richtig. Und vier konntest du nicht erklären, ne? Ja, es ist gelungen, es besser erklären können. Wenn ich die Dinger nicht weiß, das ist ein Zaunkönig. Ein Vogel. Wo soll ich das wissen? Naja, okay. Das war jetzt Runde 1. Wir beginnen mit Runde 2. Bereit? Jo. Keine Hummel, sondern das andere? Biene. Ja. Das weißt du dahinter. Da schaut man abends rein, wenn man irgendwie Filme schaut oder so. Fernsehen. Ja.
Welche Zahl ist das? 3. Das Gegenteil von groß? Klein. Und Tiere, die immer eklig sind und im Matsch sind und machen? Schweine. Jetzt hat alles... 3 kleine Schweine. Ja. Oh, weiß ich nicht. Kein Meer, sondern kleiner. See. Und dann das Gegenteil von einer Katze, ein? Hund. Zusammen? Seehund. Ja. Oh, weiß ich nicht. Das ist so ein kleines Viech. Es ist so ähnlich wie Frettchen. Die Tiere aber ein bisschen anders da. Ich weiß schon, was du meinst. Wiesel wär's gewesen. Das wusste ich nicht. Okay. So. Nächste Runde für dich, Fräulein. Mal schauen, ob ich besser bin. Ob du es jetzt besser erklären kannst. Das frisst Fische. Und ist böse und hat spitze Zähne. Hi. Ja. Das ist unter der Erde und macht immer Hügel. Maulwurf. Ja. Das ist ein Tier mit komischen Zähnen, ganz lange Zähne. Säbelzahntiger. Tiger. Nee, und hat Elefant. Lange Ohren und hat eine Blume als Schwanz. Also das Schwänzchen nennt man Blume, das ist so ein Büschelchen. Ist nicht sehr groß. Wie groß ist es ungefähr? Und was ist das für ein Tier? Das hat lange Zähne, lange Ohren. Hase? Ja, fast Kaninchen halt. Ja. Das kannst du melken. Kuh. Ja. Und zwar, wenn du irgendwie so einen Laden hast, dass du gucken kannst, dass keiner was klaut. Überwachungskamera? Ja. Das ist eine Schlange, die ist böse, lang. Python? Nein. Klapperschlange. Anaconda wäre es gewesen. Oh. Okay, wir haben jetzt beschlossen, dass wir noch eine dritte Runde machen und dann mal schauen, wie der Endstand ist. Wer gewonnen hat. Richtig. Wow. Weißt du wieder nicht. Und zwar, was haben wir in unserem Körper, dass wir uns bewegen können? Muskeln. Genau. Und wenn die so ein bisschen vibrieren, dann nennt man das? So tück, tück, tück. Zuck. Muskel. Muskelzucken, ja. Richtig. Keine Eule, sondern ein? Uhu. Ja. Die Schlange, die böse ist und lang ist? Anaconda. Ja. die sind immer in ganz kalten Regionen, die Menschen, die sind ganz eingepackt. Inuit? Nee, das andere? Eskimo. Ja. Aber das ist voll die Beleidigung. Ja, das ist der Löwe, der Papa. Nee, der Löwe, der König der Löwen, der junge Löwe. Scheiße! Weißt du, der Machina? Simba. Scheiße. Da spielt Mowgli mit. Dschungelbuch. Ja. Keine Mücke, aber der andere Begriff. Eine? Fliege. Ja. War aber schon zu spät, aber das lassen wir noch zählen. Okay? Weil es war in der letzten Sekunde. Aber ich glaube, du gewinnst frei. Das gefällt mir gar nicht, du. Vielleicht mache ich auch extra nur so schlecht. Nein, bitte mach gescheit. Du erklärst immer zu langsam, das ist nämlich der Fehler. Okay, last round. Let's go. 3, 2, 1, go! Weiß ich nicht. Das ist ein Fisch. Also das darf ich ja nicht sagen. Es schwimmt im Aquarium. Kugelfisch. Das hat fast jeder immer. Goldfisch. Ja. Das ist wieder diese Anaconda? Nein. Die Kindermädchen. Mary Poppins. Ja. Weiß ich nicht. Es ist ein schönes Tier. Es schwimmt im Wasser. Ist auch oft im Zoo und das hat seine eigene Show meistens. Seehund? Eisbär? Robbe? Das springt dann immer und Delphin. Alles. Ja. Wenn du was, also das ist ich manchmal nach dem Abendbrot und Joghurt, Apfel, Banane. Dann hat es hat eine Hülle. Schokolade? Banane. Das erste, was du gesagt hast. Orange. Nein. Das will ich immer nach dem vorbei. Hä? Joghurtbecher. Oh, Joghurtbecher. Okay.
Wer hat gewonnen? Ich glaube, du hast gewonnen. Das werden wir dann sehen, wenn wir das Video schneiden werden. Aber ich kann mal kurz nachzählen anhand der Screenshots. Und zwar, du hast 15 richtige erratene Begriffe und ich habe 12. Nein! Das ist unfair. Du hast eine Wimper. Eine Wimper. Wimper. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass sie ein bisschen schwieriger sich ja, was ist beim Cusco? Ja, aber an sich fand ich, haben wir uns ganz wacker geschlagen, oder? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, dann hoffen wir mal, dass euch das Video so insgesamt gefallen hat. Und wenn ihr mehr Videos mit mir sehen wollt, dann gebt einen Daumen nach oben. Okay, ihr wisst Bescheid. Also für mehr Videos von uns, Daumen nach oben. Wie soll es auch anders sein? Und ansonsten würde ich sagen, seid gespannt auf die nächsten Videos, die mit uns beiden folgen. Und was wünschen wir jetzt ab noch? Schöne Grüße! Entweder das ist liebe Grüße oder schönen Abend. Oder schönen Tag. Nein, an meine Freunde. Nee, das hast du das letzte Mal schon gemacht. Wir sagen jetzt einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ali! Bis zum nächsten Mal!